Hallihallo, guten Morgen. Das ist die Petra aus Petras Waschzimmer. Und heute bekommen wir ein paar mehr Videos. Ich habe noch ein paar Halloween-Sachen bekommen. Und zwar fangen wir heute an mit der. Das war ein Tausch nach Amerika. Und zwar von der Shelly Penner. Und die war, glaube ich, von Nebraska. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, da ist. Bloß Abkürzung noch weiter auf dem Karton. Und sie hat von mir einen Backflip bekommen und ich von ihr dieses Flipbook. Und das will ich euch halt zeigen, was da kam. Und zwar kam da einmal das. Da hat sie mir so ein Tütchen rumgeklebt. Ups. Mit so Halloween-Bleistifte. Cool. Habe ich bei uns jetzt noch keine gesehen, war ja immer auf der Suche, war aber nichts da. Besser? Jetzt war so Spinnen. Ich kann es vergrößern. Macht sie nicht scharf? Nee. So. Also hier sind so Spinnen drauf. Dann hier habe ich einen mit Geister, dann Fledermäuse und da habe ich Eulen und diese Skelette. Cool. Und dieses schöne Tütchen. Dann habe ich drei solche Riesengeister aus Moosgummi. Auch schön, kann man zum Beispiel auch bei einer Halloween-Party als Glasuntersetzer nehmen. Also eine Kerze draufstellen. Dankeschön. Dann habe ich ja jetzt dieses ich komme schon ganz durcheinander. Flipbook, ja. Und zwar hat sie mir da so ein schönes Bändchen dran gemacht, wo überall solche schöne Spinnennetze drauf sind. Und dann habe ich hier das Backflip. Da steht drauf Happy Hauntings, könnt ihr ja lesen. Bloß schade, dass ein paar Sachen schon abgehen. Habe ich schon bemerkt. Das ist dann die hintere Seite. Jetzt müssen wir es einmal öffnen. Da habe ich dann drin zwei oder drei solche Kärtchen mit Washi-Tape. Dann habe ich hier eine Büroklammer und zwar ein Vögelchen. Hier hat sie mir so ein paar Bordüren ausgeschnitten. Da steht drauf Fright. Keine Ahnung, was das heißt jetzt. Dann das Halloween. Und dann habe ich hier Candies, also Bombola und diese Hexe auf dem Besen. Das Backflip. Nee, das Flip-Album ist geklebt mit Washi. Kommen wir hier auf diese Seite. Da habe ich eine Schleife aus Filz. Ein Paperclip. Und dann sind hier drin Post-its. Und so noch verschiedene Sticker. Auch so ein bisschen in den Halloween-Farben. Da hat sie Spooky drauf geschrieben. So, jetzt kommen wir auf diese Seite. Hier. Da hat sie so einen Epoxy-Sticker.
Das ist ein Papiersticker. Dann habe ich hier so ein Trick-or-Treat. So ein Anhängerle. So ein bisschen näher. Und hier habe ich solche, ich weiß nicht, so ein Sticker oder ein Schmoosgummi, der glitzert. Und hier die kleinen. Die kleinen, das könnte Radiergummi sein. Dankeschön. Dann habe ich hier noch solche Glitzerstecker. Und zwar sind die holographische Glitzer. Durchsichtig. Schön, schön gemacht. Halt doch anders, wenn man von Amerika irgendwo was bekommt. Da gibt man andere Sachen wie hier von Deutschland. Da kauft dann jeder bei Action oder bei Teddy oder ah, da hat sie mir von dem Papier, wo sie hier benutzt hat, zwei solche Abschnittler rein. Dann haben wir hier diese Seite. Meins hat sie übrigens auch schon bekommen. Nur schade, ich selber habe davon kein Video gemacht. Sie hat gesagt, sie hat es fotografiert, sie hat aber in dieser Gruppe noch nichts eingestellt. Ich würde sie dann nochmal daran erinnern. Das hier ist so ein kleiner Glitzer Kochtopf. Hier habe ich auch einen Kochtopf, das ist eine Tasche, nehme ich mal an. Als Paperclip. Ups. Da habe ich einen Button und einen Tag. Ein Sticker. Und hier sind wieder solche beglitterten Moosgummi-Glitter-Sticker auf dem Tag. Und zwar ist es eine Katze und hat den Hut, Hexenhut auf. Dann hier dieses Bildchen mit dem Kürbis. Dann eine Tüte mit Ausstanzungen. Und zwar habe ich da drinne, ja, Häuser. Dann den Hexenkessel. Labels, Tags. Die hole ich jetzt aber nicht alle raus. Oh, dann geht es hier noch weiter auf. Hier oben habe ich so ein schönes Tütchen. Schön. Auch wieder mit einer Klammer. Da ist auch was drin. Oh, die sind ja schön. Dankeschön. So was habe ich noch gar nicht. Und zwar sind die so kleine Blöckchen. Voll süß. Eine Spinne, ein Auge, den Kürbis und die schwarze Katze. Cool, vielen, vielen Dank. Das Tütchen hätte ich ja auch gerne. Aber da hinten haben sie noch zwei Geister eingeschlichen, die wohl wieder irgendwo abgegangen sind. So, jetzt die untere Seite. Meinen Kaffee schon wegstellen. Da habe ich Ghosts and Goblins, steht da drauf. Da hat sie so Geister drauf geklebt auf dieses Tütchen. Da ist drinnen wieder ein Tag. Happy Halloween und Boo. Ein Tütchen mit Sticker und Labels. Nochmal Sticker. Also so Halloween Sticker Zeug habe ich ja gar nicht viel, weil es die bei uns im Shop nicht gab. So, das ist dann die Seite. Jetzt gehen wir auf die Seite. Einmal auf. Machen wir mal die. Da habe ich wieder ein Paperclip. So ein Kreis.
Und da habe ich Spinnen. Hier sind sie normal. Und auf dieser Seite sind sie beglittert. Cool. Habe ich auch noch keine. Dankeschön. Dann haben wir hier ein Creepy and Creepy Growly. Creepy Growlies, nehme ich mal an. Soll das heißen. Und ein Tag mit einer Spinne. Da hat sie mir so ein Spinnennetz dran geklebt. Und hat mit so einem Schnürchen hat sie dann die Spinne unten als also Faden von der Spinne dran gemacht. Nächste, da habe ich wieder diese Glitterbordüre da oben mit den Fledermäuschen und diese Moosgummi-Fledermäuschen. Dann habe ich hier ein kleines Tag mit Washi, Fledermaus-Washi. Und zwei solche Ausstanzungen. Ich glaube, die hat sie bestempelt und embossed. Diese Fledermäuschen hier. Und die hier. Oh, sind die schön. Die muss ich aufmachen. Die Lilanen sind ja Oberklasse. Und zwar sind das Mini-Radiergummis. So klein. Kleine Fledermäuse. Voll goldig. Also zum Radieren gehen die ja wohl gar nicht. Wenn man radiert und weg ist. Dann habe ich die hier. Die sind klasse. Das glitzert. Kann man glaube gar nicht einfangen mit der Kamera. Das glitzert. Das ist Moosgummi beglitterter. Und da habe ich dann noch für so Spinnen. Da muss man aber noch die Augen ausdrücken. Und die Beinchen noch ein bisschen mehr. Die sind super. Super, super. Vielen, vielen Dank. Liebe Shelly, Dankeschön. Und tue ich jetzt da wieder rein, weil es kommen dann nochmal zwei Seiten. Schön, danke, danke. Hier habe ich übrigens noch Post. Die werde ich mir nachher lesen, wenn ich das Video aus habe. So, dann haben wir hier doch die Seite in der Mitte. Und da habe ich einen Pumpkin, einen Kürbis, auch einen Picker. Und den gleichen habe ich auf einem Paperclip. Na komm her, hat sich da ein bisschen reingefangen. So. Oh, sind die schön. Das ist auch Moos, die sind Moosgummi auch beglittert, die zwei unteren. Und die hier, die sind toll. Super, super schön, danke schön. Dann habe ich hier Sticker und Post-it und wieder hier so eine kleine Bordüre. Und dann habe ich da oben noch eine Seite. Da hat sie drinne auch verschiedene Ausstanzungen, Candies, Candy Corn, auch beglittert. Und dann Labels. Und da habe ich zweimal Papier mit Candy Corn. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand schon bei uns in Deutschland gekauft hat. Dieses Candy Corn gibt es. Also als Süßigkeit gab es das zu Halloween irgendwo zu kaufen. Ich habe das nämlich nirgends gesehen. Sonst hätte ich es garantiert auch mit.
So eine kleine Bordüre. Und da habe ich noch eine Paperclip mit so einem Quastel, sag ich mal. So, und das war jetzt dieses Flipbook, dass es jetzt richtig sagt. So, das. Und das war das Flipbook von der Shelly. Vielen, vielen herzlichen Dank, Shelly. Ich war sowieso auch froh, ich habe mich in dieser Gruppe gemeldet und sind vorwiegend, oder sagen wir mal überhaupt, nur amerikanische Leute drin und alle wollten nur mit Amerika tauschen. Und ich war so die einzige Deutsche, habe ich das Cool Kit, wo auch nach Amerika tauscht. Und die Shelly hat sich bereit erklärt, auch international zu tauschen. Also hat sie dann mich bekommen und ich finde es super. Es ist zwar ein bisschen teurer, das Porto nach Amerika, aber wenn man im Ausland tauscht, bekommt man einfach auch andere Sachen zu sehen, die wo es dort zu kaufen gibt, und sie bekommen dann Sachen, wo es bei uns gibt. Und ich glaube, mein Backflip hat ihr auch gut gefallen. Muss ich sie noch daran erinnern, dass sie dann noch Bilder einstellt. Und das war jetzt der Tausch mit der Shelly. Vielen Dank. Tschüss.